Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heißt die Regierung, seit ich mich darüber informiere, über Therapien und Drogen und Abhängigkeit und was kann man denn machen dagegen, also seit den 80er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo das für mich interessant worden ist. Also ich selber bin ja 1991 ungefähr auf Heroin gekommen, so 90, 91. Die ersten Versuche waren schon 88, 89, da einmal ein Blech pro Jahr, ne? Also sind es 2 Jahre immer schnell vorbei. Dann ist halt ein sehr guter Freund von mir gestorben, der Randy. Und der war schon richtig krass drauf. Er war länger mit anderen Leuten zusammen, die halt schon selber drauf waren wie Sau, also auf Heroin und Crack. Und er ist halt genauso abgestürzt dann. War halt am Ballern wie blöd schon. Und für mich kam halt sowas nicht in Frage. Ich habe mit ihm meinen Kontakt immer abgebrochen, jedes Mal, wenn er so krass drauf war. Und nachdem er dann verstorben war, bin ich selber auch nicht so damit klarkommen, dass halt da dass Menschen sterben. Das war mir halt da erst einmal so richtig krass bewusst, als halt der erste Freund von mir gestorben ist. Oder die erste nahestehende Person. Weil meine ganzen Onkels, Tanten und die eine Oma, die ich noch hatte, haben zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Zu meiner Oma habe ich kaum Kontakt gehabt. Also als die gestorben ist, habe ich kaum was gespürt. Aber da, das war halt schon richtig krass. Das hat mich auch ganz gebeutelt. Und in der Findungsphase, in der Trauerphase, habe ich halt dann auch für mich das gefunden. Es war halt die Zeit. Da ging es gerade dann richtig ab. Damit es in einer Stadt so eine große, krasse Heroinschwemme gibt, braucht es skrupellose Leute. Und ich glaube, manche benutzen da ihre Kinder, damit die, also das sind erwachsene Kinder natürlich schon, so Heranwachsende zwischen 16 und 19, um damit die Drogen ins Umlauf bringen, weil sie selber was nehmen dann auch. Also sie dürfen selber nehmen und dann bringen sie halt andere dann auch damit in Kontakt. Oder aber sie haben vorher schon das Kiffen angefangen und dann kamen irgendwelche dahinter, dass man das benutzen kann. Ich habe selber erlebt, wie jemand dem anderen ein Herbert angeboten hat auf der Folie und gesagt hat, das ist kein Heroin. Da habe ich gesagt, Alter, hör auf, den zu verarschen. Du bringst den drauf, hey, geht's noch? Und als ich dann losgelegt habe und erzählt habe, was ich so alles weiß drüber, hey, dann hat er nichts mehr gesagt und der andere stinksauer war. Weil er gemerkt hat, dass der ihn gerade in eine Falle locken wollte und die kannten sich schon sehr lang. Das waren Kumpels. Weißt du, was ich meine? Genauso hat es ja der Harold gemacht mit dem, nö, das ist kein Crack, das ist Base. So dass die Leute halt die Angst davor verlieren, weil die Medien halt über Crack geschrieben haben zu dem Zeitpunkt. Ich finde sowas schon skrupellos, jemanden zu überreden zum Probier's doch einmal. Das ist ekelhaft, hey. Weißt du? Das Dumme ist, du kannst mit so einem Wissen nicht zur Polizei gehen und sagen, hier, als ich das letzte Mal ein Gramm Koks gekauft habe, habe ich mitgekriegt, dass. Mag schon sein, dass sie dann sagen, ja komm, aber du musst ja vor Gericht aussagen und alles, weißt du, was ich meine? Und du bist ja selber abhängig. Wie kannst du denn da dein Dealer hinhängen? Auf jeden Fall ist es eine Droge, Leute, die das Potenzial hat, jemanden richtig zu zerstören. Finanziell sowieso und dann auch noch sozial, weil einer, der krass drauf ist, so ein richtiger Junkie, sag ich jetzt einmal, der findet alle möglichen Geschichten, warum und wieso, dass er Geld braucht und dass man ihm Geld leihen soll. Das ist ganz normal. Heißt, wenn man das weiß, so ich, wird man halt kein Geld geben, aber jeder andere, der es nicht weiß, der hat ja Gefühle, weißt du, was ich meine? Das, was die da erzählen oder was ich auch erzählt habe, das tut halt dann schon richtig Herzschmerz, damit man Geld kriegt. Man möchte ja mit dieser Geschichte erreichen, dass der andere gegenüber einem Geld leiht. Oder leiht. Jetzt ist halt das Problem,
dass wenn man in dieser Position einmal ist, wenn man schon so link ist, dass man halt schon wirklich Leute anlügt, damit man Geld kriegt. Irgendwann kriegt man ja nichts mehr. Dann ist man über die Phase heraus, dann hat man schon seine Wohnung meistens verloren oder ist gerade dabei, sie zu verlieren, hey, und hat kaum noch Klamotten, weil man ja nichts mehr, kein Geld mehr ausgeben möchte für Waschpulver oder seine Sachen zu waschen. Und das wird halt immer krasser und immer übler, immer schlimmer. Und dann, wenn die Haut halt da auch nicht mehr sauber ist und die Spritze schon zum 100. Mal da reingejagt wird, dann gibt es halt Infektionskrankheiten, wenn die Haut halt dreckig ist, ja, und so Viren und Bakterien, die da drauf sind, ja, ist ja logisch, dass man sich dann irgendwelche Krankheiten hat. Und manchmal gibt es dann halt auch vom Staat wieder Gelder für Sozialeinrichtungen, dass die damit da losziehen können und den die übelsten Kandidaten dann auch Unterstützung geben können mit hier kannst du übernachten, kannst deine Sachen waschen und brauchst du mal was zum Essen, Spritzen tauschen und so Zeug. Und weil da hast dann ja auch die Möglichkeit, Menschen anzusprechen, hey, willst du nicht aufhören, willst du eine Therapie machen, hey, schau mal, wie elendig das ist. Weil in der Situation musst du erst einmal sein, dass du auch aufhören willst. Wirklich willst. Das muss dein Überlebenswille sein, was dich dazu treibt, auf Therapie zu gehen. Wenn das der Sinn der Fall ist, dann hast du auch eine gute Chance, das zu bestehen. Ja. Die wenigsten wollen ja gar nicht. Aber wenn sie einmal soweit sind, ist das die Chance. Jetzt stellt sich aber die Frage, ist der Kandidat oder die Kandidatin überhaupt fähig, einen Antrag für die Kostenübernahme zu stellen? Oder ist es eigentlich eher eine Hürde, dass die Person sich halt, ja, dass das halt nicht geht? Ich finde, da müssten halt große Städte wie jetzt Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Augsburg, ja, auch Augsburg ist schön groß genug und alles, was so in der Größenordnung ist, die müssten halt ein bisschen Geld locker machen, hey, damit es eine Auffangstation gibt, wo Menschen hingehen können, sofort zum Entgiften, ohne, also gerade dann, wenn sie eine Entscheidung haben, ich gehe jetzt auf Therapie, damit die gleich losgehen können. Dahin gehen, sofort entgiften und von dort aus dann auf Therapie, ohne sich erstmal um die Kostenzusage zu kümmern. Ja, sondern erst nach der Entgiftung, wenn der größte Druck weg ist, dass sie dann erst anfangen zu schreiben, aber dass die Kosten halt gesichert sind, so lange, bis die anderen Träger zahlen und bei denen es keine Träger gibt, weil sie noch nie eingezahlt haben, zum Beispiel Rentenkasse. Wenn du da nie einzahlst, dann sind die natürlich für dich gar nicht zuständig, dann ist die Sozialkasse zuständig. Aber das muss man halt alles erst einmal in Erfahrung bringen und da helfen dann die Drogenberater eigentlich weiter. Es wäre jetzt halt schon toll, wenn die dann auch noch die Möglichkeit hätten, einen entgiften zu lassen, sofort an Ort und Stelle. Ja, komm, geh mit. Hier kannst du rein. Nach der Entgiftung kümmern wir uns um die Kosten. Und nach den Kosten musst du halt schauen, dass du einen Therapieplatz kriegst, aber bis dahin gibt es sowas wie eine übergangsgeschlossene Einrichtung, wo du halt nicht raus kannst. Da gibt es dann halt schon Arbeitstherapie, Klamotten waschen zum Beispiel von den Leuten, die gerade entgiften, weil das stinkt ja wie die Hölle. Ja, die brauchen ja Klamotten, saubere und Küchendienst oder sowas, abwaschen, sauber halten, Reinigungsdienste, Geschichten kannst du schon machen. Und da musst halt auch, der Träger muss halt damit leben, dass da drin dann auch gefügelt wird, weil die Leute haben gerade entgiftet. Also man kann halt geil, weißt du, muss man halt dafür sorgen, dass sie verhüten können. Und ansonsten sehe ich schwarz für die Zukunft, wenn man nicht in diese Richtung geht. Dass man die Leute bei der Hand nimmt und dann rausführt aus dem Elend, wenn sie schon mal drin sind. Ja. Also, ihr glaubt ja nicht im Ernst, nur weil München keine offene Szene hat, dass da nicht auch Leute gibt, denen es so richtig scheiße geht. Die irgendwo draußen pennen und sich die Spritzen geben. Früher haben Obdachlose immer gesoffen. Heute gibt es immer mehr, die spritzen. Das ist immer. Und zwar nicht wenig, weil die. Wenn die was kriegen, dann müssen sie halt lang, muss halt lang halten. Alter, Alter. Peace out.